deine Party gestern war super cool. Ja. Besonders der Schokobrunnen. Aber ihr seid es mir wert. Wirklich. Deine Party war echt cool. Aber eure Geschenke auch. Ja, ich habe mir echt viel Mühe gegeben. Ja, ich mir auch. Hallo. Wer bist du? Hallo. Ich bin Johanna. Ich bin Cleo. Hier ist der Platz frei. Und was machst du so in deiner Freizeit? Ich gehe reiten. Oh, ich auch. Und hast du irgendwelche Abzeichen oder so? Ja, also ich habe ein paar Goldmedaillen und dann habe ich noch das große Hufeisen. Cool. Und wo kommst du her? Ich komme aus Köln. Ich komme aus Berlin. Cool. Oh, voll cool. Als Neue habe ich euch natürlich einen Kuchen mitgebracht. Oh, lecker! Oh, ich will auch eins. Oh, das ist ja, ich habe so ungefähr. Also, hier, Cleo, willst du auch ein Stück? Nein, ich esse keinen Kuchen. Aber du hast doch immer Kuchen gegessen. Aber ich esse jetzt halt keinen mehr. Typisch Mädchen. Wer möchte denn als Klassensprecher kandidieren? Cleo und Johanna. Okay. Dann könnt ihr schon mal rausgehen. Wollen wir denn eine offene oder eine geheime Wahl machen? Geheim! Okay, dann teile ich jetzt die Zettel aus. Und die neue Klassensprecherin ist Johanna. Alles Gute zur Klassensprecherwahl. Danke. Das hast du echt gut gemacht. Ja, wirklich Danke. Sehr gut. Hat Wer war das? Wir waren es nicht. Mm-mm. Hört doch mal auf! Ich habe euch nichts getan! Da ist ein Kickentitel im Rücken. Kannst du den bitte abmachen? Natürlich. Danke. Bitte. Und, wie war der Mathe-Test? Gut. Und bei dir? Auch gut. So, legt jetzt bitte die Bücher weg. Oh Mann, ich bin gespannt. Kinder, wisst ihr, wo mein Schlüssel ist? Nein. Hat irgendjemand den genommen? Nein. Was soll man denn damit? Ja. Das ist doch mein Schlüssel. Hast du das, Johanna? Nein, ich habe ihren Schlüssel nicht genommen. Wirklich? Ja. Was sind die? Ach, naja, wenigstens ist er ja wieder da. Also kommt, wir gehen rüber. Ja. Ja, hab dich auch. Tschüss, bis nachher. Wisst ihr noch, als da letztes Jahr jemand runtergefallen ist? Der muss ins Krankenhaus. Ja. Ich wünschte, Johanna würde das Gleiche passieren. Was? Ist das dein Ernst? Darauf habe ich keine Lust mehr. Ja. Das andere war noch lustig, aber das geht echt zu weit. Dann geht doch. Das werden sie noch bereuen. Juhu! Und dann passiert.
Lieber Jonas, schrieb unsere Verabredung heute Nachmittag noch? Deine Johanna. Gestern war ein Nachklassenchat, dass wir Eis essen waren. Warst du das? Nein. Wenn die von ich komm nie darauf. Weiß ich nicht, aber wenn die von dir wäre, hätte ich mich sehr gefreut. Und was machen wir jetzt? Wir spielen die Engel. Eis gestern war aber lecker. Meine Lieblingssorte war auch dabei. Was? Was guckst du so? Alles gut.